www.laufenundfitness.de, 25. Dezember 2015. Der erste Weihnachtsfeiertag, wie man unschwer erkennen kann, nicht in Deutschland, sondern weiter im Süden, Südosten, um ganz genau zu sein. Ich mache jetzt einen All-Inclusive-Urlaub, von dem hatte ich wirklich Respekt. Die Gefahren lauern überall, es gibt überall Leckeres zu essen. Und um die Schäden zu begrenzen, zu minimieren, versuche ich mich hier ein bisschen fit zu halten. Aber eben morgens bin ich dann Magen kurz und knackig. Und heute wollte ich euch einen Workout zeigen, wo ich Krafttraining mit dem Laufen kombiniere. Und zwar habe ich vor, 5 Sätze zu machen. A, 5 Klimmzüge an diesem Tor. Also Klimmzugstangen sind rar gesät. Egal wo ich bin, schaue ich immer, ob ich irgendwelche finde. Es ist wirklich schwierig, aber man findet dennoch irgendeine Gelegenheit, ein paar Klimmzüge zu machen. Nach den 5 Klimmzügen renne ich auf die andere Seite rüber, hier an der Seite. Das ist nicht ganz so weich, der Sand. Dann zurück, hier mache ich 5 Burpees. Dann renne ich wieder hin und zurück. Und dann mache ich 5 Ausfallschritte vorbei. Das ist der erste Satz. Und davon mache ich 5 Sätze. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich schätze mal, ich brauche dafür zwischen 12 und 14 Minuten. Das ist so meine Vermutung. Genau weiß ich es nicht, wenn wir sehen. Der Sand ist nicht ganz so weich. Dennoch anders, als wenn man jetzt auf dem Asphalt laufen würde. So, ich starte jetzt gleich die Zeit. Fange, wie gesagt, an mit den 5 Klimmzügen. Und ja, die Uhr nehme ich ab. Die würde mich sonst stören. Und dann schauen wir mal, wie schnell das geht. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Thank you.
gerade gekommen. Ja, das war's jetzt. War schneller als ich dachte. 10:48. Das war völlig in Ordnung. Gerade das Laufen gehen geht ganz schön an die Substanz. Ja, das war's. War schon effektiv, intensiv. Das Frühstück, das leckere Frühstück kann kommen. Ich habe mich nur vorher abgewählt, wollte ich das nur sagen. Also bin ich gleich so losgestartet, sondern habe nur Warm-up gemacht, mit dem Adventskalender 2015 nachzulesen oder nachzuschauen ist. Vielen Dank an meine Kamerafrau, die so früh morgens abgestanden ist. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.